Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Saphir Zelda Log Challenge. Ja, im letzten Part haben wir uns wieder mal ein neues Teammitglied dazu beschaffen, nämlich ein Flurmel, und ich habe hier auch wieder mal ein bisschen gelevelt, wie ihr seht. Flurmel ist auf Level 10, hat zwar keine neuen Attacken erlernt, aber egal. Sandra, unser Zigzag, Level 10, hat glaube ich auch nichts Neues gelernt. Schwalbini, Level 12, und Morabel, Yabu, wie gewohnt, Level 17. Sandra hat ein Item gefunden, habe ich gerade gesehen. Item nehmen. Hyperheiler, wunderbar. So, ich überlege, also wir werden jetzt mal, ich darf mal Sandra nach vorne schicken. Oder, na, ich muss ja jetzt Schwalbini ein bisschen trainieren. Ich werde ganz kurz hier die Zerschneiderroute abklappern. 400 Rubine müssten wir jetzt haben. Und nochmal für alle, die, weil das in dem Regelwerk noch ein bisschen anders steht, die Feen kriegt man erst ab 600 Rubinen jetzt, nicht ab 400. Das hat Teddy K mal in einem der Videos erwähnt, dass er den Preis dafür erhöht hat quasi. Na du? Bum, bum, bum. Wir lernen alle möglichen Sachen in der Trainerschule. Ich will einiges jetzt mal ausprobieren. Ja, dann tut das doch. Schulkind Orlando, du benutzt Trassler. Okay, Trassler kann Konfusion haben, aber wird mich jetzt nicht großartig stören. Schnabel. Ja, das macht guten Schaden. Heuler, okay, stab ihn nicht. Bam. Und ruckzucki. Kaputz und wieder 5 Rubine für unser Konto. Wunderbar. Flügelschlag, das ist doch mal traumhaft, möchte ich doch meinen. So, 35, 60, Schnabel kommt weg. So einfach ist das. 1, 2 und schwupp. Und Sonic lernt Flügelschlag. Sehr schön. Ich habe in der Schule nicht aufgepasst. Ja, ja, so sieht das aus. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Eigentlich braucht man den Zerschneider nur, um hier reinzukommen, kann das sein. Gibt es hier ein Item? Das sieht so aus. Naja. Gut, was mit dir? Ich lerne in der Schule, auf dem Heimweg lerne ich auch. Aha. Und probiert mal den Flügelschlag aus. Bitte hab keine Sporenwirt oder Procke nicht, das wäre blöd. Na? Kein Sporenwirt, okay. Sehr schön. Flummel. Ich mache mal mit Sonic weiter, denn wie gesagt, das Ding müssen wir für die nächste Arena leveln. Denn die nächste Arena wird eine Kampfarena sein, wer es noch nicht weiß. So, Zerschneider, zack. Was haben wir für ein Item? Ether, okay. Und die Bären mal kurz pflücken. Sanana-Bären, ich weiß gar nicht, was die machen. Maron-Bären, die heilen uns vom Schlaf. Ich werde jetzt gleich auch mal ganz kurz, nachdem ich im Pokémon-Center war, euch mal die ersten Items verteilen. So, zack. Kehren wir zurück. Na du? Oh, und wie sieht es aus? Die Devon-Waren? Du hast es geschafft, du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer, ich weiß. Ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Yay, Massenproduktion. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Was? Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zur Werft in Krabbitboard City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es in die erneut in die Hände fallen würde. kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Bitte sag ja, sonst verliere ich meinen Job. Na klar. Ach, da fällt mir ein, würdest du mich einen Moment entschuldigen? Kacken dreist, ja? Ich habe nichts mit der Firma zu tun. Mann. Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Die Musik ist so toll. Bam, badam, bam, badam. Bitte hier entlang. Na, Typi? Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graffitboard City bringen willst. Willst. Wunderbar. Ja, willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Faustau Hafen halt machen? Und Troy in Faustau Hafen einen Brief von mir überbringen? Alter, richtig kackendreist, wie. Naja. Nun, du solltest wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Solltest du es nicht tun, werden dich meine Mafiosi finden und ich meine... Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Wir haben den Pokénav bekommen, den Pokémon-Navigator, besser gesagt. Dieses Gerät, es ist ein Pokémon-Navigator oder kurz ein Pokénav. Blöd an. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, wie die Orte Faustauhafen und Kraft, wo die Orte Faustauhafen und Kraft City liegen. Cool, danke Typi. So, gucken wir uns hier mal an. Pokémon, Pokénav, sag ich jetzt einfach mal. Karte, Höhen, Zustand und Trainer. Ja. Finde ich ganz cool, das erspart mir halt die Karte, ne? Sieht ganz cool aus. Karte Höhen ganz. Zustand, was war das nochmal? Team-Pokémon.
Ah, ja, okay, das war, ja, cool, Stärke und so. Das ist, immer... Das hat mit den Wettbewerben, glaube ich, auch zu tun. Aber egal, Daten über alle Pokémon. Ja, das ist vielleicht nur fürs Wettbewerb. Das brauchen wir nicht, Freunde. Obwohl ich die Wettbewerbe schon ganz gerne machen würde. Ich mag die. Ja. Und hier haben wir die ganzen Nummern von Trainern. Mit Taktik. Wer braucht Strategie? Pokémon, alle, die gut und teuer sind. Motto, ich bin reich. Und daher besitze ich ein Pokémon-Bett. What the fuck? Und die kann man sich eventuell auch irgendwann mal durchlesen. Die sind echt cool. Gut. Hauen wir ab. Können wir ein bisschen mit den Wissenschaftlern labern. Ich entwickle neue Arten von Pokéball, aber noch bin ich nicht sonderlich weit. Oh. Oh wow, das ist ein Pokémon-Navigator. Er ist das Resultat der Wissbegierde unseres Präsidenten. Okay. Soll ich die Funktion... Nein. Na, danke schön. Wer bist du? Wir wollen ein Gerät entwickeln, mit dem wir mit Pokémon reden können. Ja, was ihr alles so wollt. Ja. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die die Träume der Pokémon visualisieren kann. Aber so richtig geht's nicht voran. Ich arbeite an der Forschung, die Pokémon aus Fossilien wieder zum Leben erweckt. Und es klappt! Wow, wenigstens ein Forschungsbereich, der hier funktioniert. Hi, du da, du bist jetzt willkommen. The fuck? So, na, die Empfangsdame. Hallo und willkommen in der Devon Corporation. Wir sind die stolzen Entwickler von Medizin und Items, die das Leben bereichern. Klingt, als hätten wir die gestohlenen Devon-Waren zurückgehalten. Da hast du ganz recht. So, Freunde. Sind die Pokémon geheilt? Ich weiß es gerade nicht. Ja, nein. nein, sind nicht geil. Und hat Sandra schon wieder ein Item gefunden? Wow, Mensch. Nein, komm her, gib mir das. Hyperheiler, schon wieder. Wunderbar. Wo war das Pokémon-Center? Da. So. Dann heilen wir die jetzt mal kurz. Und werden jetzt mal ein paar Items verteilen. So, was haben wir denn da alles Schönes? Flinkklaue würde ich jetzt, ich überlege. Morabel oder Flummel? Ich gehe jetzt mal Flummel. X-Spezial benutze ich nicht. Beeren. Haben wir ganz, ganz viele Beeren. Sinebeere ist von Anfang auch noch gut. Geben wir mal... Boah, warum nicht? Geben wir es mal. Na, wobei, das würde ich ungern ein Item geben, weil dann kannst du nämlich keine anderen auffinden. Oder bitte, warte mal, ich tausche das mal. Flummel hat nicht ganz so viele KP, dann gebe ich Flummel jetzt mal die Sinebeere. Und dann gebe ich Morabel mal die Flinkklaue. Gut, und was gebe ich dir? Heben. Was haben wir noch für Beeren, die wir geben? Was ist das hier? Okay, brauchen wir nicht. Ist für Pokriegel. Sinebeere. Für Nagobeere, ja, ja. Pilsif für Vergiftung. Maron, Amrena. Geben wir dir mal die Amrena-Beere. Bei Paralyse, ganz praktisch. So, Freunde. Würde ich sagen, gehen wir mal na, Richtung Faustauhafen. Ich war... Oh, hi, Maike, was machst du denn hier? Naja, wir können es uns eigentlich denken, ne? Oh, hi Tim, wie geht es mit deinem Pokédex voran? Meiner sieht schon ganz anständig aus. Ich habe Blütenburg bei Pokémon gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Okay, wollt ihr nicht eigentlich gegen uns kämpfen? Was soll's? Naja, egal, hauen wir ab. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, ne? Hm, bin ganz sicher. Jedenfalls haben wir jetzt der Schneider, Sandra. Zack. Bam, 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 bam. Wir haben den X-Rapper gefunden. Wunderbar. Die X-Items werde ich niemals benutzen, das weiß ich schon. Blütenburgwald. Hier kann man nochmal Zerschneider einsetzen. Gucken wir mal, was gibt's hier so. Ein Mädchen mitten im Wald. Why not? Oh, hübsch. Das ist der Orden der Arena in Meteoros City. Du siehst aus wie ein Trainer. Dann musst du dieses Item ausprobieren. Wundersaat. Toll, wir haben leider kein einziges Pflanzen-Pokémon. Naja, wir werden wahrscheinlich auch keins bekommen. Oder? Luturzel? Hat das erst Typ Wasser, ja. Ich glaube, erst Typ Wasser. Ist aber egal. Ist aber egal. Ja, ich hätte Zigzag besiegen können, dann hätten wir jetzt ein Schwabin Level 14. Nope. Egal, wir haben noch einen Superball gefunden. Und dann hauen wir jetzt auch mal ab. Flügelschlag. So, Schwabin erreicht Level 14. Das ist traumhaft. Oh, das ist doch ein Item. Ah, nichts Angriff. Okay. Na, gibt's hier auf der anderen Seite noch irgendwas Interessantes? Na, komm schon. Geh weg. Geh weg. Ah, too many Pokémon. Immer dieselben vor allem. So. Jetzt sind wir auf der richtigen Route und wir kennen das Ding ja. Mr. Brax Hütte. Der alte Mann, dem wir sein liebes Wingo wiedergebracht haben. Na? Warte, Mädchen. Immer langsam, Pecco. Hm? Du bist Tim. Du hast mein Liebling Pecco gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wie willst du mit mir segeln? Hm, du müsst einen Brief im Faustauhafen und ein Paket in Graffitport City abgeben. Da bist du aber gut beschäftigt. Oh Gott, das ist so anstrengend zu reden.
aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen Segel Richtung Faustauhafen, jawohl. Faustauhafen, wir kommen. Anker gelichtet. Pico, mein Liebling, wir setzen Segel. Sieht das cool, boah, ich freue mich. Ich frage mich schon, wie das in Alpha Saphir aussieht, ey. Das wird so cool. Ich mag die Grafik übrigens immer noch. Hat ein sehr schönes Grafikdesign, die Generation, muss ich sagen. Wie schnell das einfach mal... Ich beschleunige gar nicht mal, ne? Wie schnell das einfach mal geht. Okay, wir sind da. Ahoi, wir haben im Faustauhafen Anker geworfen. Ich vermute, du willst diesen Brief jetzt diesem Troy bringen. So, ich überlege, ob ich eigentlich gleich mal direkt in die Arena gehe, aber ich glaube, noch nicht. Gucken wir das mal ein bisschen um. Wow, du hast die beschwerliche Reise über das Meer auf dich genommen, nach Faustauhafen zu gelangen. Bist du hier, weil du von Camelo gehört hast? Er ist so cool, er ist ein Idol für jeden. Camelo ist, by the way, der Arenaleiter hier. Wirf dein Auge mal hier rauf. Das ist ein Seidenschal. Das ist der letzte Schrein der Mode. Oh, deine Augen blitzen. Du magst mein Stil, nicht wahr? Ha, dann möchte ich dir schenken. Der Seidenschal, den könnten wir eigentlich Zickzacks geben. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich, dass Zickzacks noch ein bisschen, Items findet. Hat eigentlich irgendwas schon mal Neues gefunden? Yay, es geht so schnell, ne? Beleber brauchen wir eigentlich nicht, aber naja. Dies ist ein berühmter Angelplatz. Hast du Lust zu angeln? Ja, klar. Ich habe dir genau zugehört und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich werde dir eine meiner Angeln geben. Oh, cool. Freunde, Faustauhafen zählt ja quasi als eigene Route. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal, wo wir können, eine Angel reinwerfen. Wir werden meistens, glaube ich, immer Carpador finden, aber... Egal, Carpador ist auch cool. Und, ne? Naja. Du hast mir nichts zu sagen. Du irgendwas. Am Rande des Ortes befindet sich ein Stein an der Höhle. Dort soll man selten Steine finden können. Das klingt ja interessant. Freunde, wir werfen jetzt einfach mal die Angel aus. Gleich. Moment, ich will nur ganz kurz mit allen reden. Ich mag was hip, aufregend und modernes. So etwas probiere ich immer aus. Hast du schon mal etwas von Abwesen-Festivals gehört? Wusste ich's doch. Natürlich hast du schon davon gehört. Oh meine Güte. Was du da? Wo immer du auch herkommst. Abwesen-Festivals. Ist das auf... Hä? Nein, ich... Nein, geh weg. Löschen. Na, ja. Nein, go away. Ich möchte keine weiteren Infos liefern. Warte, was ist das hier? Faustauhafenhalle, die Informationsbörse für jedermann, okay? Sag mir jetzt gerade nichts. Was? Oh nein. Abwesen für die... Ach, mach, ach, das ist dieses komische Zeug, wo die hier die ganzen Hipster-Sachen da sagen. Ich weiß nicht, was das bringt. Deswegen lasse ich es auch mal. Ach so, alle sagen sie dasselbe, ey. Mage weg. Bilderbücher, the fuck. Könnt ihr über was anderes reden? Es gibt noch andere Sachen, über die man in der Welt reden kann. Gut, egal. Leute, wir werfen eine Angel aus. Um's einfach mal auszuprobieren. Basis-Item, da. Angel. Gut. Da gibt's keinen Supermarkt. Nicht mein klitzekleines Knabbern. Nochmal. Oh, verdammt, jetzt habe ich zu spät. Jetzt hat zu spät angebissen. Ich hab nicht rechtzeitig reagiert. So gesagt. Ich habe ein Pokémon am Haken. Bestimmt Carpador. Dum. Tentacha, das dürfen wir uns auch ins Team. Oh, Level 10. Tentacha voll. Warte, was hat. Habe ich den Zettel hier noch irgendwo liegen? Ich hatte Max so einen Zettel gemacht. Ich weiß nämlich gar nicht so ganz auswendig, was alles in den Typen drin ist. Ich werde mal hier Power Sound reinschicken. Lärmschutz, blockiert Superstein, das ist super. Fund. Giftstachel, bitte kein Gift. Dankeschön. Zack. Oh, das macht guten Schaden. Was ist stärker, Aufruhr oder... Naja, ich will nicht tauschen, ich will kurz gucken. Fund 40, okay, okay. Wir bleiben beim Fund. Ja, Superstein, Lärmschutz, wunderbar. Und Powerful Fund-Attacke. Gut, und jetzt können wir uns das Ding einfach mal fangen. Hoffe ich jedenfalls. Tentacha ist schon cool, Tentacha ist ein cooles Pokémon. Pokéball, los! Welche Typen habe ich hier nochmal drin? Flug, Psycho, Elektro, Wasser, Kampf, normal, klar. Das war der letzte Typ. Komm grad nicht drauf. Eis war es, glaube ich, ne? Genau, Eis. Tentacha, die Qualle. Tentacha nimmt Sonnenlicht auf und bricht es in seinem Körper mit Hilfe von Wasser, um es in Strahlenenergie umzuwandeln. Dieses Pokémon verschießt Strahlen aus seinen kristallartigen Augen. The fuck. ich wüsste eigentlich schon, was ich dir für einen Namen gebe. Du bist weiblich, okay. Warte, passt das? Moment. Lasst es unkommentiert. So,
Hentailine. Mal gucken, guck mal dich mal so an. Solo, das Wesen weiß ich gerade auch nicht. Neutraltorso, okay. Das ist schick. Giftstachel, Superschall sind ziemlich... Ne, Attacken. Können wir aber mit in die Arena nehmen, um ein bisschen zu wallen, quasi. Außer gegen die ganzen Medizis, die da so rumschwirren, aber... Schon cool, ey. Fünfter Part und wir haben schon wieder ein neues Pokémon. Ich finde das nice. So, in der, ich habe wieder nicht mitgezählt, wie viele Rubine ich habe. Muss ich gleich mal durchgucken. Moment, wir haben... 203... Die zwei Trainer haben wir jetzt besiegt in diesem Part. Dann müssen wir jetzt 410 haben. Gut. Was schicke ich jetzt nach vorne? Ich glaube, ich lasse Schwalbini noch vorne. Ich werde Sandra und Power Sound in der Arena nicht brauchen. Tue ich dann, glaube ich, auch vielleicht sogar raus. Naja. Was machen Angler, wenn sie mal auf die Toilette müssen? Ich gehe nicht. Niemals. In der Zeit könnt ihr etwas anbeißen. Aha. So, hallo. Tentara. Flügelschlag auf Doom. Oh, ich wurde verwirrt. Verdammt. Ruckzucki. Okay. Alles Secret. Und damit wieder 5 Rubine auf unser Konto. So, du bist auch nochmal ein Angler-Trainer. Mit den Carpados auf Doom. Die ich jetzt einfach mal wegrotzen werde. Ein Tentacher. Zack. Und was ist das letzte? Noch ein Carpador. So, aber ich werde hier jetzt mal wirklich voll mit Schwalbini trainieren, denn das Ding werden wir nicht in der Arena richtig krass brauchen. Der Rest ist mir dann egal. Also hier können wir noch nicht lang. Brauchen wir Surfer für. Okay. Ah nee, Quatsch, Moment. Granithöhle. Ja, ja, wir werden gleich Blitz brauchen. Scheit. Hey du, hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der vorher schon mal hier war, Troy heißt der, glaube ich, der weiß, wie man Blitz einsetzt. Da wird es ihm wohl gut gehen, aber das Motto unter uns Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du dies von mir. VM5 erhalten. Gut. Okay, bringe ein Pokémon, die VM Blitz bei und bla 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 bla. Gut, wir können jetzt aber noch nicht großartig viel machen. Denn, wie gesagt, der Typ hat uns ja nicht umsonst die VM gegeben. Guckt mal, alles dunkel. Ich habe früher immer die Granithöhle erstmal so gemacht, ohne den Orden, ohne Blitz. Ja gut, wir dürfen uns hier eh nichts fangen. Makuhita, doch Makuhita dürfen wir uns fangen, das ist ein Kampf-Pokémon, geil! Geil, Makuhita dürfen wir uns ja fangen! So, was schicke ich da jetzt rein, das zu schwächen? Probieren wir es mal mit Tentailine. Makuhita, cool! Makuhita ist echt ein cooles Pokémon, hat ihn damals richtig nice. Das werden wir jetzt aber noch in der Arena wahrscheinlich gar nicht brauchen, aber egal. Superschall! Oh, hätte... Nice! Erster Auftritt von Hentailine. Okay, machen wir Giftstachel. Es war resisted, aber vielleicht können wir dich ja vergiften. Ist nicht resisted. Oh. Oh. Was war das? Was hat er jetzt eingesetzt? Auf jeden Fall hat der Neutraltor so ihn daran gehindert. Superschall again. Und es geht wieder daneben. Ach, Sandwirbel war das. Okay. Ja, sehr praktisch. Also ich finde unser Team eigentlich ganz cool. Bis hierhin. Natürlich kommt er durch. Warum sollte er auch nicht? Ich werde aber auch hier wieder offscreen nachher ein bisschen trainieren, dass unsere Pokémon so Level 14 sind. Aber ich denke, der muss den Part jetzt eh gleich beenden. Im nächsten Part machen wir noch die Arena. Natürlich, wow, der Superschall hat ja unglaublich viel genützt. Dann machen wir gleich noch die Arena im nächsten Part. Und dann werden wir hier noch die Höhle erforschen. Und dann, meine lieben Freunde, bringe ich das mal Kuita erstmal aus dem Pokéball aus, das nicht. Dann werden wir mal... wow, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Jetzt, du darfst jetzt noch nicht drauf gehen. Okay, okay. Ich muss aber einen Superball werfen, Freunde. Ich will das mal Quita haben. Warum musst du denn jetzt vergiften, Tentara? Komm schon. 1, 2, 3. Oh, ich dachte jetzt schon, dass du... Das war knapp. Oh, mir fällt gerade auf. Wir müssen mal Quita aber schnell heilen. Makuhita, das Courage-Pokémon. Makuhitas Geist ist unbezwingbar. Es gibt die Hoffnung niemals auf. Es frisst eine Menge, bekommt viel Schlaf und trainiert unermüdlich. Dadurch füllt es seinen Körper mit Energie auf. Cool. Wie nenne ich dich denn? Du bist... männlich. Okay. Ich nenne dich Fatsumo. So. Ich glaube, so heißt man Hariyama auch. Nein, ich will ein Leerzeichen drin haben. Ach Gott. So, Freunde, und dann werde ich den Part jetzt auch gleich beenden. Und im nächsten Part werden wir uns dann mal der Arena stellen. Ich werde gleich mal die Pokémon so zweiter Level trainieren. Na cool, wir haben zwei Pokémon in diesem Part bekommen. Haben wir eine Pirsifbeere? Jawohl. Ja, ich will die benutzen. Okay. Auf Fatsumo. So, ich will mal ganz kurz noch unseren Fatsumo angucken. Adrenalin. Sehr gut. Steigert Angriff bei Leiden. Also das heißt, wenn es vergiftet oder verbrannt ist, kriegen wir einen Angriffsboost. Freunde, hauen wir hier ab. Und ja, Freunde, wie gesagt, ich werde gleich mal ganz kurz offscreen so ein paar Level trainieren. Oder, na, ich weiß nicht. Mache ich das jetzt schon?
Nein, ich glaube nicht. Freunde, wir werden später, werde ich wieder offscreen trainieren. Ich halte jetzt noch kurz die Pokémon und dann, Leute, würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns übermorgen bei der nächsten Folge wieder. Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao!